Gut. Liebe Trader, herzlichen Dank für eure Zeit, für eure Teilnahme in dem heutigen Webinar. Heutiges Thema ist Kinetic, ist ein Datenfeed, der zusätzlich gebucht werden kann zu NinjaTrader oder einer der Datenfeeds, der zusätzlich gebucht werden kann zu NinjaTrader, der Aktien, Futures, aber auch Forex-Kurse euch liefert, auch ohne Konto. Wir werden dann heute auch darauf eingehen, wie sieht es da preislich aus, was sind die Vorteile. Und abschließend dann auch noch ein paar Beispiele bringen. Wenn ihr Fragen habt, bitte gerne eintippen in den Chat bitte eintippen, wenn ihr Fragen dazu habt. Und genau, dann starte ich jetzt hier mal. Wie immer, ja, der Risikodisclaimer, dass eben Futures-Handel oder auch jeglicher Handel mit Aktien, Forex, CFDs eben ein großes Risiko mit sich bringen kann und vielleicht nicht oder nicht für jeden Investor geeignet ist. Kannst potenziell mehr Geld verlieren als dein Anfangsinvestment. Thema ist hier Nachschusspflicht. Speziell jetzt hier in Europa oder in Deutschland hat sich ja speziell beim Forex- und CFD-Bereich einiges getan. Wir weisen dies aber trotzdem noch so aus. Es sollte nur Risikokapital verwendet werden. Und Risikokapital ist Geld, bei dessen Verlust sich eure Lebenssituation nicht verändern sollte. Oder beziehungsweise es sollte nur Teile des Risikokapitals verwendet werden. Eine vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Gewinne. Und dann starten wir jetzt schon mal. Die Themen des heutigen Tages sind, ich sehe das Bild aufbauen, zögerlich, ich hoffe, das kommt bei euch besser an. Die Themen des heutigen Tages ist eine Einführung zu Kinetic. Was ist Kinetic? Und wir werden darüber reden, was eben Kinetic ist, was ist ein Unterschied zum reinen Broker-Datenfeed, warum kann vielleicht für euch Kinetic eine Hilfe sein oder ist es für euch vonnöten oder auch nicht? Welchen Vorteil eben dann durch Kinetic erreicht werden kann oder womöglich erreicht werden kann? Und wir werden dann eben eine Verbindung erstellen. Zur kostenlosen Kinetic-Verbindung, wenn du ein NinjaTrader-Nutzer bist, siehst du in den Verbindungen, also oder in den Connections dann eben auch eine Kinetic End of Day Free Verbindung, die eben dir es erlaubt, Aktien als Beispiel oder auch Indizes auf End of Day Basis kostenlos eben anzusehen, speziell jetzt für Leute gedacht, die wirklich nur Aktien analysieren möchten auf Tagesbasis. Als Beispiel ist das mit Sicherheit eine sehr, sehr gute Variante. Und wir werden ein paar Punkte zum Charting noch besprechen. Für viele von euch, viele Namen von euch kenne ich ja schon. Also da ist es so, ist das jetzt für euch dann dieser Teil nichts Neues. Wir werden aber über das Nachrichtenfenster, über das Newsfenster sprechen. Gibt es ein paar hilfreiche Tipps, warum das vielleicht für euch interessant sein kann. Da gibt es eine schöne Filterfunktionalität und dann werde ich dann nochmal zeigen, dass natürlich NinjaTrader auch oder Kinetic auch Level 2 Daten liefert für Futures, aber auch für für Aktien. Und dann werden wir uns über die Preise noch unterhalten. Da gibt es eben einige interessante Dinge, die es da zu beachten sind. Es gibt sogenannte Waiver der Börsen. Und ein Waiver ist im Grunde eine Rabattierung, die dir Börsen geben, wenn du ein Live-Konto hast. Die Unterschiede sind da wirklich signifikant. Und das werden wir auch dann noch detaillierter besprechen. Ich sehe jemanden tippen. Ich warte kurz, wenn die Frage gleich reinkommt, dann hoffe ich, dass ich die antworten kann. Ich hoffe, ihr könnt mich noch verstehen. Okay. Okay, weil Benam hat eben, okay, wunderbar. Benam hat gefragt, ob es ohne Ton ist. Ich hoffe, Benam, das geht jetzt wieder bei dir. Okay. Wunderbar. Also das ist heute die Themenübersicht, die wir besprechen werden. Und genau. Kinetic ist im Endeffekt die ultimative Lösung
für Trader, die jetzt mehr als einen Markt handeln möchten oder mehr als ein Instrument handeln möchten. Kinetik liefert dir Daten zu Futures. Also egal, welche Futures du jetzt eigentlich handelst, hier wird in Amerika, ich nenne das jetzt hier mal national, aber international auch sehr, sehr viel abgedeckt. Egal, ob es jetzt Agrarmärkte sind, Rohstoffe, Währungsfutures, aber auch Aktienindex-Futures bekommst du über Kinetik geliefert, aber auch Währungen. Und hier gibt es mehrere Provider oder einen Unterschied dann auch bei Kinetik. Du kannst hier im Endeffekt einen aggregierten Datenfeed haben, der im Endeffekt mehr als einen Forex-Provider dir dann Daten liefert. Wenn du jetzt Forex-Trader bist, muss ich ganz ehrlich gesagt sagen, sehe ich jetzt hier den entscheidenden Vorteil nicht. In Backtests bin ich der Meinung, dass das sehr, sehr hilfreich sein kann. Was Kinetik aber noch macht, liefert dir Kurse der Aktienmärkte, Nasdaq, New York Stock Exchange, also hier eine und sämtliche Aktien der, der großen Indizes natürlich. Hast hier natürlich tausende von Aktien, die du screenen könntest, wenn du das will, wenn du das möchtest. Und zusätzlich liefert dir, Entschuldigung, ich muss mal Skype schnell ausmachen. Entschuldigung, aber zusätzlich liefert dir Kinetik noch sogenannte Market Metrics. Also es gibt eben tausende von Indizes, die eben, oder einige hundert Indizes, die eben eine gewisse, ein gewisses Marktsentiment versuchen zu bestimmen. Das sind eigentlich dann diese Market Metrics, Marktmetriken, bekommst du an sich nicht über die Standard-Datenfeeds geliefert. Roland hat eine Frage, wie lange das heute dauert. Ich denke mal eine halbe Stunde etwa in Gänze. Genau. Kinetik ist im Grunde oder ist wirklich speziell für NinjaTrader 8 entwickelt worden. Also ist eigentlich dann unser präferierter Datenfeed, wenn es dann darum geht, wenn du mehr als nur Futures beispielsweise oder nur als Forex und CFDs handeln möchtest, ist Kinetik auf alle Fälle eine Alternative, wo wir hier auf alle Fälle noch definitiv noch mehr drüber sprechen werden. Ich habe jetzt hier das überschrieben, die nächste Folie mit wahrlich ungefilterte Tick-by-Tick-Daten. Das ist ein Punkt, da kommt dann jetzt gleich ein Vergleich vom Euro-Future und das ist da wirklich deutlich zu sehen, was eigentlich der Unterschied ist zwischen ungefilterten und gefilterten Daten. Wird auch in der Fachsprache werden gefilterte Daten, auch sogenannte auch Snapshot-Marktdaten genannt. Das hängt dann wirklich von euch ab, auf euren Handelsstil, wie aktiv ihr seid und wie lange ihr natürlich auch einen Trade hält, wie entscheidend das dann ist. Fakt ist, und das ist zumindest meine Meinung darüber, wenn du an den Märkten aktiv bist, egal welcher Markt das sein soll, sollte man sich mit der Datenqualität eben auseinandersetzen, ob eben das entscheidend ist für einen oder auch nicht. Mehmet fragt nochmal nach dem Ton. Es tut mir leid, ich muss nochmal nachfragen. Der Ton ist hoffentlich bei allen anderen da. Okay. Entschuldigung. Okay. Also wie gesagt, ungefiltert zu gefiltert ist ein wirklich großer Unterschied, egal welchen Markt du meines Erachtens handelst. Wir haben hier ein Bild oder zwei Charts im selben Markt. Das ist jetzt hier ein Bild dann vom Euro-Future-Kontrakt. Das ist ein Snapshot oder ein Screenshot vom letzten Jahr. Das ist jeweils ein 50-Tick-Chart. Also hier eine Kerze sind hier 50 Trades. Wenn 50 Trades stattgefunden haben, entsteht eine neue Kerze. Ich glaube jetzt auch nicht, dass dieser Screenshot aus diesem Grund gemacht wurde, weil es hier besonders schön zu sehen ist. Ja, der Unterschied zwischen gefiltert und ungefiltert. Aber ich denke, es zeigt das Bild ganz, ganz deutlich, dass du im Endeffekt bei ungefilterten Daten deutlich mehr Informationen bekommst zu dem Preisgeschehen. Und bei der gefilterten Variante, wenn man sich das ein wenig genauer anschaut, das Tief in dem Euro um 10.55 Uhr oder halt kurz nach 10.55 Uhr auf der linken Seite, das war unter
Entschuldigung, unter 1.12.62, während du auf der rechten Seite beim gefilterten Datenfeed das Tief hast, also bei der 1.12.62. Und wie gesagt, und hier ist es wirklich so, ich möchte zumindest von meinem Datenfeed erwarten können, dass der mir akkurate Daten liefert und nicht irgendwas verschluckt. In diesem Beispiel ist es, sage ich mal, noch deutlich schlimmer. Hier wird sogar das Tief verschluckt. Man sieht hier wirklich, glaube ich, markante Unterschiede. Jürgen hat eine Frage zum DAX Future. Der DAX Future ist ein Markt, der eigentlich relativ wenig Volumen hat. Ja, wenn du den Markt vergleichst, egal ob du den mit den Bund Futures vergleichst oder Eurostoxx, S&P ist natürlich ganz andere Welt oder andere Zinsmärkte oder zum Öl. Hier ist es so, dass der Markt an sich keine große Herausforderung meines Erachtens darstellt, weil eben sehr, sehr wenig passiert im Grunde, zumindest auf der Volumenseite. Der Markt FDAX ist natürlich aber sehr, sehr schnell und das hat zur Folge, dass du im Grunde dann womöglich zu spät dran bist. Ne? Also ich habe persönlich noch nie mit einem gefilterten Datenfeed gearbeitet. Mir ist es aber persönlich aufgefallen vor einigen Jahren, dass eben hier schon deutlich Unterschiede auch passieren können zwischen reinen Broker-Datenfeeds und dann eine Lösung wie Kinetic. Genau, darauf komme ich jetzt drauf. Roland hat das geschrieben, ob Continuum oder NinjaTrader Continuum ungefiltert ist oder ob es gefiltert ist. Also NinjaTrader Continuum ist ungefiltert. Ja, das ist wichtig. Vielleicht hier, wie es mir gegangen ist. Also als ich vor 12 Jahren habe ich meinen ersten Future Trade abgesetzt, etwa oder 13 Jahren. War eine komplett andere Lösung. Ich bin dann ehrlich gesagt auch durch Zufall auf NinjaTrader oder auf NinjaTrader gekommen. Auch wirklicher Zufall. Ich war dann so begeistert aus diesem Grund. Seitdem arbeite ich dann für die Firma. Es ist so, dass ich im Endeffekt dasselbe hatte wie hier rechts. Ja, ich habe im Endeffekt Entscheidungen getroffen, wo ich dachte, okay, ich handle beispielsweise einen Ausbruch, wenn der Markt auf ein neues Tief oder ein neues Tief macht. Im Grunde war es dann aber kein neues Tief. Und das sind Dinge, die man auf jeden Fall erkennen muss. Also wenn ihr was durch dieses oder von dem Webinar mitnehmt, bitte denkt daran, egal für was ihr euch entscheidet oder entscheiden solltet, Daten sind wichtig, meines Erachtens gleich auf mit der Plattform, mit der Order-Eingabemöglichkeit in der Plattform. Daten ist wirklich eine wichtige Geschichte. Roland nochmal, also NinjaTrader Continuum ist ungefiltert, macht in Europa ehrlich gesagt auch wenig bis keine Probleme. Also die letzten 3 Jahre gab es ehrlich gesagt kein Problem. Was mir bekannt ist, natürlich ist es so, dass regional manchmal das Internet nicht gleich Internet ist. Wenn dein Router beispielsweise schlecht eingestellt ist als Beispiel, dann gibt es da Probleme. Wenn du womöglich in einem Firmennetzwerk drin bist, muss man sich das genau anschauen. Und WLAN ist auch etwas, was ich persönlich nicht für gut halte. Aber ansonsten ist NinjaTrader Continuum ungefiltert. Okay. Zurück zu Kinetic. Historische Tickminuten und End-of-Day-Daten. Das ist auch ein Punkt, der sehr wichtig ist, meines Erachtens. Wie weit gehen denn meine Daten zurück? Ja. Und dann gibt es hier nämlich Unterschiede oder deutliche Unterschiede, auch natürlich in der Anzahl der Daten, wie weit die zurückgehen. Aber es gibt natürlich auch einen Unterschied in der Qualität, sag mal, oder in der Wartung und der Pflege der Daten, wenn die zurückgehen. Was Kinetic macht, die liefern dir 180 Tage Tickdaten zurück, die sehr, sehr intensiv gepflegt werden. Also sprich, ist hier die Genauigkeit oder diese Daten, die du dir dann lädst, sind sehr, sehr akkurat. Im Minutenbereich geht das weit mehr wie 2 Jahre auch zurück. 2 Jahre ist das Minimum, populäre Märkte gehen deutlich noch weiter zurück und auf Tagesdatenbasis geht das weit mehr wie 10 Jahre zurück. Jetzt kommt wahrscheinlich auch, oder ihr möchtet euch denken, Roland hat gefragt, okay, er hat nach Continuum gefragt, wie hell sieht es da aus? Continuum offen gesagt oder unsere klassische NinjaTrader-Verbindung liefert die eigentlich mehr. Ja. Ich bringe jetzt hier das Thema Wartung ins Spiel. Ab und zu gibt es hier mal einen Bad Tick oder wie auch immer. Es passiert ab und zu, dass mir
vielleicht mal ein kleines Problem haben. Ich sage mal, alle 2 Jahre haben wir das, dass wir 2 Stunden vom Handelstag irgendwo verpassen bei unseren kostenlosen Daten. Wir benötigen dann einfach länger, um diese Daten zu warten, wie es natürlich dann eine Firma hat, für die du bezahlst, und wie beispielsweise Kinetic. Ja, ich persönlich bin ein Riesenfreund von unseren kostenlosen Daten, wenn ich ehrlich bin, aber empfehle speziell für Leute, die mit Systemen arbeiten, beziehungsweise die systematisch Backtests machen möchten über Jahre zurück, dann bin ich der Meinung, dass das sehr, sehr hilfreich sein kann, wenn man zumindest noch einen zweiten Provider hat, wie jetzt beispielsweise Kinetic, der dir dann eben die Ergebnisse deiner Tests eben hoffentlich bestätigen, beziehungsweise eben, falls dann hier große Differenzen da sein sollten, muss man sich das System beziehungsweise auch den Ansatz wirklich nochmal genau anschauen und eventuell sogar noch eine dritte Datenquelle zu Rate ziehen. Ich schreibe jetzt hier Zuverlässigkeit, dass sie sich nichts anderes erlauben können. Das ist auch richtig. Kinetic ist eine sehr, sehr gute Lösung. Habe ich nie erlebt, dass es irgendwelche Probleme damit gab, offen gesagt. Das ist wirklich, oder Kinetic hat wirklich sehr, sehr professionell verwaltete und vollständig redundante Datenserver. Generell ist es so, hier vielleicht auch ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, dass wenn wir jetzt vorher gesprochen haben von Continuum als Beispiel, das ist ja CQG, also dass CQG nicht gleich CQG ist. Jetzt denkt ihr vielleicht, okay, was redet Christoph jetzt da? Es gibt hier unterschiedliche Varianten. Du kannst als Broker sagen, okay, ich kaufe mir jetzt 1, 2, 3 CQG-Server, stell die bei mir ins Büro, ja, und pack da die Kunden rauf. Und der Broker, sagen wir, aus Kosteneffizienzgründen ist natürlich daran interessiert, die Kosten so weit wie möglich zu drücken, also packt er die Server voll. Ja. Ich kann sagen, wie es bei uns jetzt bei NinjaTrader ist oder bei NinjaTrader Brokerage, wir haben das Ganze wieder an CQG gegeben, offen gesagt. Also wir machen mit den Servern machen wir gar nichts mehr, sondern wir haben das wieder an CQG gegeben. Ist weit teurer, also soweit mir gesagt wurde, ist das eine 5-stellige Summe pro Monat, was das teurer ist, als wäre es in-house. Aber es ist halt deutlich, oder beziehungsweise mein Chef hat sich dafür entschieden, das so zu machen. Er wird dafür gute Gründe haben, warum er es tut, denke ich mal. Genau, also da vielleicht ein kleiner Hinweis dazu, dass eben CQG nicht gleich CQG ist, genauso wie bei anderen Lösungen auch. Hier wirklich auch nachfragen, selbst wenn du dich für eine andere Brokerlösung entscheiden solltest oder hier dich informieren möchtest, ist auf jeden Fall so, hier vielleicht auch abprüfen, wer managt denn die Infrastruktur. Okay. Kinetic ist auf alle Fälle optimiert für NinjaTrader 8. Du bekommst, wie gesagt, nochmal ungefilterte Tickdaten. Hast eine sehr, sehr niedrige Latenz, was auch wichtig ist. Ja, es bringt dir nichts, wenn du mit Zeitlupe quasi irgendwas siehst oder mit einer gewissen Verzögerung. Also auch Latenz ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, wenn es um Daten geht. Das ist eine gute Frage. Eine Sekunde. Leo, das beantworte ich dir am Schluss. Okay, Leo fragt, wo die Server von Kinetic stehen. Ich frage eine Sekunde, gib mir Leo, ich frage schon mal nach. Schnell auf Skype gefragt, Leo, ich komme auf die Frage nochmal zurück, okay. Und jetzt kommen wir eigentlich auf den Punkt der Market Metrics. Ja, und die Marktmetriken ist ein Punkt, der vielleicht für euch, wenn ihr euch da noch nicht so damit befasst habt, neu sein mag. Es gibt eben beispielsweise Indizes, es gibt Marktsentiment-Indikationen, wie Tick-Trin-Put-Call-Ratios, die eben nicht, die sehr selten mitgeliefert werden. Also Tick-Trin wird jetzt als Beispiel auch vom Continuum mitgeliefert, aber das war es dann schon bei der normalen CQG-Verbindung. Es gibt insgesamt über 500 dieser Marktmetriken, die in so einem Realtime-Abo, der mitgeliefert werden. Also das ist eine Menge, davon kenne ich persönlich auch nur einen Bruchteil, wenn ich ehrlich bin, aber wie gesagt, es ist so, viele nutzen vielleicht, haben jetzt hier vielleicht irgendein Favorite und ist dadurch vielleicht dann dadurch Kinetic interessant.
Ein weiterer Punkt der Marktmetriken, das ist, dass du sehr viele Updates hast, jede Sekunde. Ich muss mich hier entschuldigen, ich habe das auf Deutsch übersetzt, anscheinend habe ich es dann nicht gespeichert, beziehungsweise ich habe es dann geschlossen und nicht gespeichert anscheinend. Diese Marktmetriken ist auch wieder eine interessante Geschichte. Du bekommst hier natürlich einige Updates pro Sekunde, währenddessen natürlich wieder andere Datenfeeds eben hier wirklich auch nur alle 10 Sekunden eben beispielsweise das updaten. Wir sehen jetzt hier die Net-Issues oben in der 1-Sekunden-Darstellung, die eben bei Kinetic stattfindet, und dann hier eine 10 Sekunden über 10 Sekunden Darstellung und dann drunter die Nasdaq Composite in der 1-Sekunden-Darstellung. In der 10-Sekunden-Darstellung wird hier einfach wiederum sehr, sehr viel verschluckt. Und ist jetzt hier ein Bild, dass das hier noch ein bisschen belegen soll. Genau. Wie gesagt, die zweite ist die 10-Sekunden-Darstellung und dann der Nasdaq-Index darüber, beziehungsweise ganz unten. Kinetic liefert dir auch Daten, die du sonst nicht von deinem Broker bekommst, oder Märkte, die du nicht von deinem Broker bekommst. Und das sind jetzt hier Aktien von wirklich den wichtigsten Börsen. Amerikanische Börsen, kanadische Börsen, deutsche Börsen sind wir jetzt offen gesagt dabei, hier eine Lösung zu finden. Das ist gar nicht so einfach oder gar nicht, also das ist schwieriger, als man meinen möchte, offen gesagt. Forex von mehreren Banken, das ist ja auch so, ist wie gesagt immer die Frage, ob ich das brauche. Reicht mir hier eine Demo oder mein Live-Konto aus? Offen gesagt bin ich der Meinung, dass das reicht. Und dann liefert dir natürlich Kinetic tausende Indizes, wie als Beispiel auch den DAX-Index. Ja, wir haben hier einige Kunden, die auch den DAX-Index als Indikation für den Future nutzen und dann entscheiden, läuft der DAX-Index vor oder läuft heute der Future vor, und dadurch timen oder versuchen diese Trader ihr Timing zu verbessern, ihr Markttiming. Und das ist was beispielsweise hier auch ermöglicht werden kann, dass eben der DAX-Index als Beispiel auch verfügbar ist. Ich glaube, verfügbar ist, sind auch hier mehrere Indizes, der Xetra, wie auch der TechDAX als Beispiel, falls das jemanden interessieren sollte. Du hast die Nachrichten durch Kinetic, die du in NinjaTrader anzeigen lassen kannst. Und das Schöne ist im Grunde, das summiert sich natürlich auf, aber du kannst das Ganze auch filtern. Jetzt wenn du beispielsweise ein Forex-Trader bist und möchtest beispielsweise nach Euro-Dollar filtern, dann kannst du das eben auch einstellen. Und das ist eine Sache, wo ich denke, dass das sehr, sehr hilfreich sein kann, wenn du das auch in der Plattform hast. Standardmäßig sind 3 Nachrichtenquellen mit eingebaut, aber es gibt auch weiterführende Nachrichten, wir nennen das dann Premium-Varianten, die du hinzubuchen könntest. Standardmäßig ist drin RTT News, dann PR Newswire und Businesswire, das ist immer mit inkludiert. Und Premium gibt es eben auch noch einige, die man dazu buchen kann. Wir gehen das Ganze dann aber noch durch und schauen uns die ganze Sache nochmal detaillierter an. Was gibt's, was kostet was und womöglich was brauche ich. Leo, nochmal zu dir. Ich warte immer noch, ehrlich gesagt, auf Antwort, beziehungsweise ich habe es bekommen. Die Hauptserver stehen in Nebraska, ja, in Omaha, wo auch der Warren Buffett herkommt. Genau. Was man auch noch bedenken muss, und das ist ein Punkt, den wahrscheinlich auch viele nicht bedenken, du kannst durch Kinetic deine Brokerverbindung, kannst hier ein Backup erstellen. Ja. Als hier selbst direkt bei NinjaTrader Brokerage hatten wir, wie gesagt, 3 Jahre keine Probleme. Generell sage ich aber schon, wenn du jetzt ein Trader bist, der vielleicht sehr große Positionen handelt, ist es mit Sicherheit nie schlecht, wenn man hier eine Redundanz hat, vielleicht sogar ein zweites Konto, beziehungsweise auch mehrere Datenfeeds, falls mal einer einbrechen sollte. Ja. Also NinjaTrader unterstützt multiple Datenfeeds. Du kannst dich, glaube ich, mindestens mit 3 verschiedenen Datenfeeds verbinden, wenn nicht sogar mehr. Aus diesem Grund ist es eben möglich, dass du beispielsweise einen Datenfeed hast rein für Futures, einen rein für Forex und auch rein für Aktien als Beispiel.
Wir kommen jetzt zur Kostenseite. Okay, Leo hat eine Frage, was ist der Unterschied zwischen NinjaTrader Brokerage und Kinetik? Okay, NinjaTrader Brokerage hat keinen Kinetik-Datenfeed. Ja? NinjaTrader Brokerage verwendet zwei Datenfeeds, die du im Endeffekt, die wir anbieten. Einen, sage ich mal, unseren Hauptdatenfeed, das ist eben NinjaTrader Continuum. Und Leo, der Backup-Datenfeed, der nennt sich Rhythmic. Ich war früher ein Riesenfan von Rhythmic, wenn ich ehrlich bin. Das hat sich allerdings vor etwa 2 Jahren etwa hat sich das bisschen meine Liebe dazu ein bisschen getrübt. Weil ich früher dachte ich, dass Rhythmic ehrlich gesagt ein Augenzwinkern gefühlt zumindest, ja, sehen tut man sie eigentlich ja nicht so, schneller gewesen wäre, zumindest am Vormittag. Am Nachmittag hat sich das dann aber stark eingetrübt, also wurde dann Rhythmic meines Erachtens deutlich schwächer. Und seitdem wir das ausgelagert haben, ich glaube vor 2 Jahren zu CQG direkt, ist das deutlich schneller noch. Das ist die Brokerage-Variante. Hier stellt dir der Broker den Datenfeed eigentlich zur Verfügung. Der kostet nichts. Du musst an sich nur die Börsengebühren für den Datenfeed zahlen. Sprich, da verdient der Broker nichts daran, ist aber eine sehr, sehr gute Lösung. Und Kinetic ist, wie gesagt, eine Lösung, die du an sich ohne Brokerage-Konto nutzen kannst. Oder auch nutzen kannst zusätzlich zu deinem Broker-Account. Günther schreibt, ob man Playback auch gleichzeitig laufen lassen kann. Nein, Playback ist ja eine komplett eigene Verbindung, die da darfst oder da kannst du nicht mit einer anderen Verbindung aktiv sein. Genau, also sprich, ja, das geht nicht, Günther, Entschuldigung, sprich die. Günther spricht unsere Playback-Verbindung an und die ist mal ein Beispiel dazu. Am Wochenende sitzt du da, du hast unter der Woche keine Zeit, hast am Wochenende aber einige Stunden, wo du dir das Marktgeschehen dir anschaust und möchtest beispielsweise einen Tag oder 3, 4 Tage nachtraden, dann kannst du das machen, indem du hier deine Daten reinlädst, also diese Playback-Daten oder Market-Replay-Daten und dann kannst du im Grunde ja, Handelstag eigentlich genauso nachhandeln, sagen wir, wie hier so auch gewesen wäre. Du lädst sogar auch mit der Playback-Verbindung sogar auch Level 2 Daten kannst du auch reinladen. Genau. Kostenseite ist natürlich ein wichtiger Punkt. Als Trader, du möchtest was Gutes haben, weil du möchtest eine gute Lösung haben, wie in jedem anderen Ding von deinem Leben auch, denke ich mal. Aber es soll nicht zu teuer sein. Und jetzt kommen wir eben auf die Kosten zu sprechen. Mit Kinetic sind immer die End-of-Day-Daten immer kostenlos. Ja, das ist jetzt hier was, wo jetzt Leute sagen, okay, oder für Leute interessant ist, die wirklich sagen, okay, ich habe jetzt hier 20, 30 Aktien, die schaue ich mal an, die interessieren mich, okay, keine Kosten dafür. Dann hast du im Endeffekt aber dann, wenn es darum geht, wenn du Echtzeit-Marktdaten haben möchtest, das ist diese Base-Cost, nennt sich das, also diese Grundgebühr liegt bei $55 pro Monat. Das ist nicht wenig, verglichen aber mit anderen Datenprovidern, ehrlich gesagt, ist das sehr, sehr günstig. Frank, ich komme gleich auf deine Frage zurück. Du hast damit natürlich immer schon diese 500 Marktmetriken inkludiert, tausende von Indizes, aber unverzögerte, aber auch historische Marktdaten. Es ist dabei. Was dann aber kommt, oder hier natürlich dieses Streaming News, die wir angesprochen haben, und dann hast du die Möglichkeit auf das sogenannte Globex Non-Pro Pricing. Darauf komme ich jetzt dann zu sprechen. Und das sieht erstmal so aus, wenn du auf der Kinetic-Seite bist. Ja, also im Grunde hast du die Möglichkeit, also nochmal zusammengefasst, dieses Basisservice, das kostet $55 pro Monat. Du hast da auch 100 Symbole, die du gleichzeitig tracken kannst. Ja, es gibt ja Plattformen, wer sich damit ein bisschen auseinandersetzt, mit NinjaTrader, aber auch andere Produkte, die sagen, okay, du kannst 3000, 2000 Aktien gleichzeitig oder Werte gleichzeitig im Endeffekt analysieren, ist offen gesagt Schwachsinn. Ja, meines Erachtens tut mir leid, dass ich jetzt so sage, bloß im Grunde ist es wirklich so, ich kenne keinen Datenprovider, der dir mehr als 500 Daten gleichzeitig liefert. Ja, das hängt dann weniger an der Plattform, sondern eher an den Datenprovider. Ja.
Das ist also diese 100 Symbole, die simultanen Symbole sind gleichzeitig dabei. Dann, wie gesagt, dann die historischen Tickminuten und Tagesdaten. Und dann, wie gesagt, 500 Marktmetriken, tausende von Indizes und die Nachrichten und auch fundamentalen Daten. Und dann kommst du darauf an, ob du weiterhin was brauchst. Ja? Und dann ist es eben so, hier, wenn du beispielsweise Markttiefe Level 2 haben möchtest, dann wird es teurer. Oder wenn du internationale Exchanges haben möchtest, wird es auch teurer. Aber im großen Unterschied dazu ist es so, okay, Leo, ich hab deine Frage gesehen, mache ich gleich. Ist es so, dass du hier das nicht unbedingt brauchst. Ja. Ich möchte jetzt hier verweisen auf einen Punkt, der steht jetzt hier mal da, CBOT $91, dann siehst du hier mal die CME für $91 und dann beispielsweise rechts daneben in der ersten Zeile bei Stocks und Futures auch die COMEX für $91. Und hier kann man deutlich sparen, wenn man eben ein Echtzeit- oder ein Konto hat bei einem Broker. Das Ganze ist dann beispielsweise statt $91 mal 3, ich rechne das mal schnell aus, 91 mal 3, $270 ist das Ganze zu haben für $3, offen gesagt, in der Level 1 Darstellung. Also nochmal, durch ein Konto bei einem Broker, und angenommen du möchtest Kinetic nutzen als Premium, sage ich mal Premium Datenfeed, dann ist es so, hast du hier auch die Möglichkeiten deutlich wirklich zu sparen für die amerikanischen Indizes. In diesem extremen Beispiel ist es wirklich so, ich rechne das jetzt hier mal aus, statt $328 zahlst du im Endeffekt dann $58 pro Kalendermonat, im Endeffekt für dasselbe. Also der einzige Unterschied ist hier zwischen kein Konto und Konto. Dieser Waiver ist verfügbar an sich von jedem Datenprovider, aber auch von jedem Futures Broker. Ja. Jetzt wenn du, ich mache jetzt hier das Beispiel, wenn du das Ganze machst bei NinjaTrader Brokerage oder auch über Interactive Brokers als Beispiel und wählst das an, dann ist das auch verfügbar, denn du hast auch über dein Interactive Brokers Konto die Möglichkeit, dich mit den Börsen zu verbinden. Ich gehe jetzt hier nochmal die Folie zurück, wegen der Frage von Leo, dass du verzögert die Daten auch bekommst. Ja? Also du hast die Möglichkeit, wenn du kostensparender arbeiten möchtest, die Möglichkeit, dass du auch keine Realtime-Daten hast, sondern auch verzögerte Daten. Und das ist hier Beispiel auch ein Punkt, wenn ihr auf der Kinetic-Seite seid, dann gibt es als Beispiel auch die CBO-Indizes Delayed, da steht jetzt hier $1 da, oder dann gibt es auch die COMEX Delayed mit $1. Das ist möglich, wie gesagt, allerdings bekommst du das Ganze auch in Realtime ohne mit Konto auch für $1, dann hast du die Echtzeitdaten. Frank hatte davor eine Frage, wie kannst du mehrere Datenlieferanten im NinjaTrader nutzen? Da komme ich jetzt gleich drauf, wenn die Folien vorbei sind. Zwei haben wir noch. Und dann ist es so, dass ich dann das gerne zeigen kann. Gut, hier nochmal die Übersicht über das Basis-Service. Ja, ich habe es vorher angesprochen. Also wie gesagt, standardmäßig sind 100 Symbole dabei. Ich glaube, es gibt es für 500 Symbole hoch. Ich habe heute ehrlich gesagt die Vorbereitung darauf, auf dieses Webinar heute wirklich versucht, dass ich irgendeinen Anbieter finde, der eigentlich mehr macht als 500, ehrlich gesagt, ich habe keinen gefunden. Hier weitere Marktmetriken, historische Daten im Tick-, Minuten- und Tagesbereich und auch standardmäßig bekommst du hier auch Echtzeit-Nachrichten von drei Providern und auch einige fundamentale Daten. Hier nochmal eine größere Übersicht zu den potenziellen Upgrades. Wie gesagt, du kannst das Ganze auf 500 Symbole simultan erweitern. Und dann wäre es so, wenn du wirklich Markttiefe brauchst, wäre das dann eben schon weiterführen, die Kosten verbunden. Aber dann gibt es eben dann auch noch Premium-Nachrichten-Feeds, falls das von euch von Interesse ist. Hier nochmal, Gott sei Dank ist es da noch ein bisschen deutlicher zu sehen. Da sieht man auch diese Delayed. Kurse, Leo hier CBOE, Indizes Delayed, dann gibt es hier nochmal die COMEX Delayed. Das werden dann diese verzögerten Kurse. Wie gesagt, das Ganze kannst du aber umgehen, wenn du ein Konto hast und das nennt sich dann diese Globex Non-Profis, wenn du kein professioneller Marktteilnehmer bist. Das ist in der Regel
sind das über 90% unserer Kunden. Wenn du keinen Hedgefonds hast und, ja, und keine 5 Konten hast, dann bist du eigentlich ein Non-Professional, nennt sich das. Und dann kannst du hier diesen sogenannten Waiver, den ich anfangs angesprochen habe, auch nutzen. Genau. Und das sieht man jetzt hier auch nochmal, dass du eben dann im NinjaTrader, wenn du die Kinetic-Verbindung haben möchtest, hier nochmal diese Globex Non-Pro-Fees aktivieren musst. Du musst im Endeffekt dann beim Provider, egal ob das Kinetic ist oder ein anderer Provider, musst du das angeben, dass du ein Live-Konto hast. Und dann siehst du das auch nochmal in der Übersicht, dass du, sobald du mit Kinetic verbunden bist, aber auch dann mit NinjaTrader Continuum, also hier siehst du das, dass hier sind zwei grüne Ampeln, nenne ich die mal, hier sind zwei Verbindungen aktiv, dann siehst du das hier in der obersten Zeile, in dem Log, dass die Non-Pro-Fees eben bestätigt wurden und dass hier eben, dass du auch eine Broker-Verbindung hast. Ich komme jetzt dann gleich nochmal drauf, die Frage auch von Frank, wie sich das verhält, wenn man mehrere Connections eben haben möchte. Was wird wie dann verwendet von NinjaTrader? Das ist, glaube ich, eine ganz interessante Geschichte. Darauf möchte ich jetzt dann zu sprechen kommen, wenn ich eben jetzt rüber wechsle, dann zu meinem Bildschirm. Genau. Genau, wunderbar. Okay. Ich wollte hier als erstes an sich beginnen mit dem Nachrichtenfenster. Und ihr seht jetzt hier, ich ziehe das jetzt mal rein, ich hoffe, das ist gut erkennbar, sind jetzt hier Nachrichten, eben hier auf der rechten Seite könnte ich die scrollen. Natürlich ewig viele Nachrichten kommen hier rein. Du hast allerdings eine Möglichkeit der Filterung. Ja, hier siehst du ja, dieses Symbol, also rechts neben der Lupe. Wenn du darauf klickst, kannst du eben nach Schlüsselwörtern filtern. Also wir bringen immer ein Beispiel sehr gerne die Apple-Aktie, also ARAPL, dann könnte ich eben hier auswählen und neue Nachrichten, die reinkommen, werden dann nach Apple gefiltert als Beispiel. Ja, genauso kannst du das natürlich machen, wenn du jetzt ein Forex-Trader bist oder ein DAX-Trader, wie auch immer, kannst du hier eben entsprechende Filter eben verwenden. Okay. Abschließend jetzt komme ich noch auf die Frage von Frank zu sprechen, wo es darum geht, um multiple Datenfeeds. Generell ist es ja so, dass du hier in den Verbindungen eben mehrere Datenfeeds verwenden kannst oder konfigurieren kannst. Ich gehe jetzt hier mal rein. Und wir sehen hier auf der linken Seite dann die verfügbaren Provider, die jetzt bei mir bei meiner Lizenz eben verfügbar sind. Ja, da ist ein Google drin, kein Google, sondern ein Google drin, Interactive Brokers, Kinetic und dann auch hier unsere NinjaTrader Continuum FXM-Verbindungen, auch die Rhythmic, die ich eben als Backup erwähnt habe. Jetzt ist es so, wenn du beispielsweise, du bist ein Futures Trader, du möchtest Futures traden mit NinjaTrader Continuum, du möchtest Aktien handeln über Interactive Brokers als Beispiel und du möchtest Forex handeln mit FXM, dann ist das möglich. Im Grunde baust du eigentlich immer, wenn du Kinetic hast, die Verbindung als erstes auf mit Kinetic. Ja? Und danach ist es so, dass eben dann NinjaTrader, wenn du dich als zweites als Beispiel mit NinjaTrader Continuum verbindest, checkt NinjaTrader Folgendes ab. Ja? Okay, du hast eine Futures-Verbindung, auch aktiv, da kommen auch Daten rein, kommen denn bei Kinetic Daten rein? Und wenn bei Kinetic keine Futures-Daten als beispielsweise reinkommen, dann nimmt NinjaTrader rein. Und wenn bei Kinetic keine Futures-Daten als beispielsweise reinkommen, dann nimmt NinjaTrader die Continuum-Daten. Genauso verhält sich es für den Forex-Bereich. In dem Fall FXCM als Beispiel erwähnt. Wenn du eben keine Forex-Kurse kriegst über Kinetic, dann nimmt er eben dann die von der zweiten oder dritten Verbindung. Also das ist eben, wie wir das handhaben. Man könnte das noch individuell einstellen. Bloß das ist hier eigentlich, glaube ich, am besten erklärt, wenn man sagen kann, okay, ist es verfügbar über Kinetic, ja oder nein. Und wenn es nicht verfügbar ist, dann geht er auf die alternativen Verbindungen und checkt dann, ob das verfügbar ist oder nicht.
Also speziell die Frage bezieht sich, glaube ich, sehr viel auf Interactive Brokers und deren Datenqualität. Also wenn du ein Konto hast als Beispiel bei Interactive Brokers, bei CapTrader und möchtest Kinetic-Daten nutzen, die erste Verbindung, die du öffnen möchtest oder erstellen möchtest oder mit der du dich als erstes verbindest, das ist die Kinetic-Verbindung und danach verbindest du dich erst mit IB-CapTrader. Genau. Genau. Dann bin ich ehrlich gesagt heute mit dem Thema durch. Wenn ich ehrlich bin, dachte ich nicht, dass ich 40 Minuten oder knapp 40 Minuten über den Datenfeed reden kann. Ich sehe Heinz, sehe ich tippen. Und Leo sehe ich auch noch mit tippen. Okay. Leo hat eine Frage, wie. Okay, Heinz, sehr gerne. Leo auch sehr gerne. Uwe auch verstanden. Okay. Okay. Okay, Leo schreibt, wie gehe ich jetzt vor, wenn man keinen Datenfeed hat und auch kein Konto? Ja. Leo, dann stellt sich die Frage, okay, möchtest du ein Konto haben, ja oder nein? Ja, das ist eigentlich so die wichtigste Frage aus Kostensicht. Ja. Ich sage jetzt nicht mal, dass du live handeln möchtest die nächsten Monate. Im Grunde ist es so, meines Erachtens, die schlauere Wahl ist ehrlich gesagt meines Erachtens immer das Live-Konto, weil es billiger ist. Ja. Es ist einfach verglichen mit nur Datenfeed bestellen ohne Konto. Da kannst du wahrscheinlich 10 Monate ein Konto haben, bei dem du Gebühren bezahlst, die dann verglichen damit ja, marginal sind dazu, was du dann zahlst ohne Konto, offen gesagt. Ich meine, wie gesagt, nochmal zurück, ohne Konto, Leo, bezahlst du pro US-Börse $91. Da hat auch Kinetic nichts davon, auch NinjaTrader, aber auch andere Plattformen beispielsweise haben da nichts davon, sondern es ist einfach ein Preis, der muss an die Börse abgeführt werden. Dann Heinz, wie erstelle ich die kostenlose End-of-Day-Verbindung? Ich beende jetzt mal diese Echtzeit-Marktdaten-Verbindung und jetzt mache ich mal Folgendes. Ich minimiere jetzt hier mal diesen Chart und dann mache ich Folgendes. Ich verbinde mich hier jetzt mal mit dem kostenlosen Datenfeed von Kinetic, dem kostenlosen End-of-Day-Datenfeed. Und ein Klick darauf und die Verbindung wird erstellt. Wir sehen jetzt hier unten links im Kontrollzentrum grün hinterlegt, also grüne Ampel. Wir haben jetzt hier diese Kinetic-Verbindung. Wenn man es nochmal gegenprüfen möchte, sieht man es auch hier. Und jetzt, wenn ich sage, ich möchte jetzt hier beispielsweise eine IBM oder wie auch immer auf Tagesbasis möchte ich die analysieren, gehe ich einfach auf Neu und gehe auf Chart und dann nehme ich mir hier beispielsweise eine IBM. Und nehmen wir hier mal einen Tageschart als Beispiel. Ich bleibe jetzt hier mal bei dem Beispiel. Jetzt werden die Daten geladen. Dann haben wir hier beispielsweise eben diesen IBM-Chart. Letzter Handelstag war eben dann gestern. Wie gesagt, das sind End-of-Day-Daten, die kostenlos sind. Ich glaube aber, dass das trotzdem eine sehr gute Variante ist, wie du eben dann deinen Markt oder den entsprechenden Markt analysieren möchtest. Hier nochmal. Ein Weg auf die Apple oder ein Blick auf die Apple. Ich habe jetzt hier auch nochmal die Daten. Ja, geht nur nach oben, das muss Apple sein. Generell auch nochmal, Heinz, hier ein Punkt, wenn du nach irgendeiner Aktie suchst, hier dazu auf diese Lupe gehen. Hier oben siehst du eine Lupe oberhalb des Charts, neben dem Ticker-Symbol, jetzt hier dieses AAPL, ist rechts daneben eine Lupe. Ein Klick darauf und da geht eine Instrumentenliste auf. Dann hast du hier einen Filter. Neben Suchen hast du einen Filter und kannst hier nach Aktien beispielsweise suchen. Und dann werden wir sagen, okay, wir nehmen
Was springt uns an oder mich an? Die Bank of America. Ein Klick darauf und dann wird jetzt hier die Bank of America im Tageschart geladen. Genau. Okay, Heinz hat nochmal geschrieben, einen Index von Kinetic benutzt. Dann holen wir uns nochmal einen Index her. Wiederum über die Lupenfunktionalität. Ich wähle Index aus. Dann nehme ich mal den Dow Jones Average. Okay, auch Tageschart. NinjaTrader lädt wiederum. Und dann sehen wir hier den Dow Jones Index, also den Dow Jones als Index eben hier dargestellt. Wir könnten uns aber auch jetzt als Beispiel mal den Transportation Index anschauen. Der ist ja auch sehr, sehr beliebt als Schrittmacher. Der ist hier. Laden wir mal den. Uwe hat einen Punkt, hat eine Frage. Hat man Zugriff auf die End of Day Free Kinetic Daten, um das in Excel zu exportieren? Ja. Ja, das kannst du. Du kannst Daten exportieren und importieren. Das ist ehrlich gesagt jetzt nicht mein Spezialgebiet, aber du kannst jetzt hier historische Daten auch exportieren. Du kannst aber auch in NinjaTrader historische Daten importieren. Also der Export funktioniert auch. Schauen wir uns die Sache mal an. Bank of America Day. Und dann exportieren wir das mal. Das ist jetzt hier eine Textdatei. Aber es geht auf alle Fälle auch in Excel. Also ich weiß, dass das geht. Gut, normalerweise kannst du auch von einer Textdatei in Excel rein. Aber ich weiß, dass die Excel-Funktionalität auch geht. Da gibt es einige Skripts dafür, die das ermöglichen. Frank hat nochmal geschrieben, mir geht es vor allem um die 100 Datenzeilen. Ich nehme an, um die 100 Symbole geht es, Frank. Könnte man 100 von IB und 100 von Kinetic nehmen? Das ist eine gute Frage, ganz ehrlich gesagt. Frank, ich schreibe mir das mal auf und prüfe das. Ich glaube, wenn ich die Frage von Frank richtig verstanden habe, dann ist es so, er sagt, er hat 100 simultane Aktien als Beispiel von Interactive Brokers bekommt und er möchte jetzt hier eigentlich von Kinetic 100 dazu buchen. Hier ist es eben so, das muss ich fragen, wie sich das verhält, aber das prüfe ich gerne. Deine E-Mail-Adresse, Frank, habe ich ja Aktien simultan. Der Unterschied jetzt hier nochmal zum Schauen, der Unterschied zwischen, ja, das ist ein 20 Dollar Unterschied, wenn man das auf 200 erhöht und auf 500 wären es dann 30 Dollar zusätzlich zu den Aktien. Okay. Na gut, Heinz, du kannst im Grunde auch Filter einbauen in NinjaTrader. Das ist ja ein Gebiet, das hier auch verwendet wird. Also geht's, also Heinz fragt jetzt beispielsweise, er hat jetzt hier aus TradingView, hat er die Aktien vom S&P 500, die über dem 200 Moving Day Average sind, Moving Average auf Tagesbasis sind. Ja, das ist eine Filterung, das sollte eigentlich problemlos gehen. Ja, also Frank, ich check das nochmal ab, ich will dir da nichts Falsches sagen, aber im Grunde ist es, wie gesagt, wie erwähnt, wenn Kinetic es nicht hat, holt NinjaTrader dann die Daten von dem zweiten Provider, was dann IB wäre. Jürgen hat einen Punkt, ob man einzelne Fenster verbinden und zusammen ausblenden und wieder einblenden kann. Also du kannst einzelne Fenster, Jürgen, du kannst einzelne Fenster miteinander verlinken. Über diese Verlinkung im Chart hast du einen Instrument-Link und einen Intervall-Link.
Aber was nicht geht, ist Folgendes, dass du sagst, okay, ich möchte jetzt diesen Chart minimieren und den hast du kombiniert mit beispielsweise dem Marktscanner, dass sich dann beide schließen. Das geht nicht, leider. Okay. Ich schreibe jetzt nochmal meine E-Mail-Adresse rein in den Chat. Speziell für Heinz, weil du hast nochmal was gefragt, was ich ehrlich gesagt nicht ganz verstehe. Das passiert mir öfters. Bitte schreib mir da eine E-Mail. Wenn ich was nicht weiß, dann frage ich immer gern Kollegen nach. Dann kann ich das beantworten. Und Roland, die Videos, die sind bei uns in den in der Trainingsvideos-Sektion. Das möchte ich nochmal schnell zeigen, weil es öfters kommt. Eine Sekunde bitte noch. Wir haben hier auf unserer deutschen Ninja-Trader-Webseite, das ist jetzt hier diese ninjatrader.com und dann slash.de, findet ihr unten unter Sektion Hilfe, findet ihr den Punkt Trainingswebinare und da drin sind dann auch die ganzen Aufzeichnungen der letzten Webinare drinnen. Könnt euch die nochmal anschauen. Normalerweise laden wir die auch auf YouTube auch hoch. Bloß das hier sollte auch akkurat sein oder sollte auch auf jeden Fall up to date sein hier in der Trainingswebinare-Sektion. Also wie gesagt, auf der Webseite ganz nach unten scrollen und dann hier unter dem Punkt Hilfe kannst du dann das auch nachvollziehen. Genau. Okay. Also meine E-Mail-Adresse habe ich reingeschrieben. Also wenn ihr nochmal Fragen habt, bitte kontaktiert mich. Ansonsten würde ich das Webinar jetzt hier auch beenden. Vielen Dank für eure Zeit. War doch wieder knapp eine Stunde. Ja, vielen Dank für euer Interesse. Und ich wünsche euch auf alle Fälle einen schönen Abend. Gute Trades. Und wenn ihr